Willkommen zurück zu Pokémon YS. Geht weiter in der Arena hier. Sei gegrüßt, zukünftiger Champ. Wie geht's? Wie steht's? Ja, das wird dein erster Arena-Kampf. Was? Bist du aufgeregt? Klopft dein Herz von Nervosität? Ach Mann, ich kann's nicht mehr aushalten. Ach was, mach dir keine Sorgen. Alles wird gut. Du hast doch dein Pokémon-Team dabei. Nein, leider nicht. Ich habe nur eines. Nigamaro, der muss für alles hinhalten. Und schließlich ist es ja dein Team, das kämpft und nicht du. Stimmt's oder habe ich recht? Na gut, aber ein Teilnehmer, ein zweiter wäre nicht schlecht. Vielleicht kann ich auch mitkämpfen. Als zweites Pokémon. Wenn du die Stange runterrutschst, gelangst du zur Arenaleiterin und einigen anderen Teilnehmern. Aber vorher habe ich noch einen Tipp für dich. In dieser Arena kämpfen alle ausschließlich mit Käfer-Pokémon. Okay. Und Käfer ist sehr effektiv gegen... Nein! Gegen Pflanze. Scheiße. Was soll ich denn jetzt machen? Ja, wir gehen mal rein und werden das erste Mal sterben wahrscheinlich. Oh, das darf doch nicht wahr sein. Hier werden derzeit Fotos von Viola dargestellt. Hier werden derzeit Fotos von Viola dargestellt. Hier werden derzeit Fotos von Viola ausgestellt. Ja. Gut, rutsch mal runter hier. Rutscht deinem Ende entgegen. Boom. Kann ich hier... Okay. Ah, cool. Hier kann ich immer den Linien entlang gehen. Also ich will hier rechts runter. Kann ich hier eigentlich skaten? Nein. Oh, der erste Trainer hat mich schon erschreckt. Du versuchst dein Glück in der Arena. Na dann, herzlich willkommen. Los, zeig mir deine Pflanzen-Pokémon. Er glaubt, ich habe mehr, oder wie? So ein fieser Kerl. Bringt gleich direkt einen Käfer-Pokémon. Level 10 auch noch. Und ich habe keine Ahnung. Käfer, schauen wir mal nach. Käfer ist schwach gegen... Um Gottes Willen ist die Tabelle lang. Kampf, Boden und Pflanze. Lol, was? Ich lese die irgendwie falsch. Irgendwie lese ich die falsch. Nein... Natürlich Käfer. Oh, ich kann nicht mal die Tabelle lesen hier. Ach du Scheiße. Käfer, wo bist du? Ist schwach gegen Kampf, Flug, Gift. Geist, Stahl, Feuer. Und ich habe genau gar nichts. Na super. Gegen Unlicht ist es auch stark. Jetzt bin ich aber wirklich am Ende. Was soll ich jetzt machen? Gestein ist normal. Tackle gegen normal ist auch normal. Und Biss ist es stark und gegen Pflanze sowieso. Dann walz mal drüber. Super Schall. Na Gott sei Dank wehrt das Vieh das ab. Nigamaro, zeig, was du kannst. Na, sehr effektiv. Was habe ich denn da wieder zusammengelesen in der Tabelle? Also irgendwie muss ich noch das Tabellen lernen. Oh mein Gott. Mach das Vieh fertig hier. Naja, mit Walzer schaut es ja gar nicht so schlecht aus. Also Ledibar... Ich glaube, Ledibar war es. Hat auf jeden Fall dann auch noch einen anderen Typ und nicht nur Käfer. Puh, vielleicht haben wir sogar Glück im Unglück. Schauen wir mal hier weiter. Ich will zu diesem Trainer hier. Kann ich gar nicht. Doch, hier entlang. Kommt er jetzt rüber? Nein, kommt er nicht. Da muss ich nochmal eine Ebene rauf. Also von hier geht's aber. Und dann kommt schon die Arena-Leiterin. Käfer-Pokémon entwickeln sich ausgewöhnlich schnell weiter. Jo, das macht mir Angst für die erste Arena. Ist natürlich immer gut, wenn man schon ein voll entwickeltes Pokémon hat. Für die erste Arena. Natürlich als Arena-Leiterin. Ich würde mir so ein Käfer-Teil nicht reinholen ins Team. Bald mal los. Sehr effektiv und fast nichts abgezogen. Na, gratuliere. Ich sehe mich schon Game Over gegen, aber gegen dieses Viech noch nicht. Schaut mir auch irgendwie neu aus. Kuponcho. Volltreffer vielleicht? Nein, gar kein Volltreffer. Wow. Sehr interessant. 160 Erfahrungspunkte. Level 13. Ah, das wird ein bisschen knapp werden. Soll ich bei der Arena-Leiterin Game Over gehen? Ja, ich probiere es mal. Schauen wir mal. Hier entlang? No. Ich muss ganz außen rum. Aber ganz außen geht's auch nicht. Schauen wir mal. Jetzt den Weg an. Also, von hier rüber. Hey, hier bin ich ja schon.
Das ist einfach. Du bist mir hilflos ausgeliefert, wie ein Insekt, das sich in einem Spinnennetz verfangen hat. Ich weiß. Eine Göre. Ein Kokuna. Walzer, 18 AP noch. Gucken wir mal bis. Beiß mal zu. Den Kokon müssen wir irgendwie durchbrechen. Zwei Bisse reichen. Gehen wir ein bisschen AP sparen. Ja, hört mal ab. Reicht das? Ich schätze mal schon. Jawohl. Weg mit dir. Nummer 2. Oh man, das ist auch so eins von der neuen Generation, wo die Weiterentwicklung eine Biene ist. Beiß mal. Bienen beißen ist zwar nie gut, aber Honigwaben, das schmeckt vielleicht noch. Sehr effektiv. Beiß aber kräftig zu, Mann. Ja, das geht, das geht. Das schaut sehr gut aus. Windstoß. 6 HP. Sehr effektiv. Ein Volltreffer. Beiß jetzt kräftig zu weh, du verfehlst mir. Zum Glück hat es nicht verfehlt. Oh, Gott sei Dank. Das Vieh ist down. Hat er eh nur eins gehabt oder hat er jetzt keins mehr? Level 14. Ja, Gott sei Dank. Oh, das war schon knapp. Was interessant wäre, wenn mich die Arenaleiterin heilen würde. Eigentlich wäre ich ja schneller wieder im Pokémon Center. Oh, Grafik ist aber echt geil. Wäre ich ja schneller im Pokémon Center, wenn ich jetzt einfach mich besiegen lassen würde, aber ich verliere einen Haufen Geld. Und das will ich mir nicht antun. Also, was kann ich hier nicht raus? Doch, oder? Was? Ich kann hier nicht raus? Doch. Oh. Ja, das wäre richtig unfair. Man kann aus der Arena nicht mehr raus. Man muss sterben oder gewinnen. Mal schauen. Diese Rollerskate-Aufsätze können ausnahmslos mit jedem Paar Schuhe. Ja, das kennen wir schon. Und ich dachte, er will uns mal Glück wünschen für die Arena-Leiterin. Und uns loben, wie toll wir das gemacht haben. Ah, geh weg hier. Dass wir jetzt die anderen Trainer schon alle besiegt haben. Also Käfer, ich meine, Käfer sind in dem Fall schlecht gegen Pflanze. Für uns natürlich, aus unserer Sicht. Aber wenn ich mir jetzt ein Flug-Pokémon, so ein Taubsi, zulege, das kann ich ja auch mal auf Level 10 trainieren, bis das was taugt, sag ich mal. Schnell ist ein Taubsi, relativ, sag ich jetzt mal. Also, da wird schon ein guter Windstoß nicht fehl am Platze sein, aber... Tja. Ja, ausschalten, das geht's. Aber das Problem ist halt dann, bis ich das hier schaffe, das dauert dann. Also, wir gehen wild mit einem Pflanzen-Pokémon in den Arena-Kampf hier. Und sind auch noch so verstört und hoffen auf einen Sieg. Wie tief kann man fallen? Es geht um einiges tiefer noch, das kann ich auf jeden Fall schon sagen. Wenn wir jetzt vom ersten Vieh schon zermalt werden, dann sehe ich schwarz. In dem Fall rot eigentlich. Gut. Dieser angespannte Gesichtsausdruck des Herausforderers vor dem Kampf. Ja, sehr gut. Genau danach suche ich. Ist es vielleicht sogar das erste Mal, dass du dich in einer Arena versuchst? No, 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 no. Nix anmerken lassen. Komm, cool bleiben. Wirklich sehr gut. Die Enttäuschung im Angesicht der Niederlage eignet sich ebenso gut als Fotomotiv wie die Freude im Augenblick des Sieges. Na gut, die Enttäuschung der Niederlage. Jo, das wird wirklich sehr gut, aber nicht aus unserer Sicht. Nun weißt du, was dich jetzt erwartet? Denn hier komme ich. Viola, ich habe den Sieg fest im Blick. So wie mein Fotoapparat ein gutes Motiv im Fokus hat. Deine Niederlage wird erbärmlich sein. Zeig dich vorher und nachher. Versus Viola. Okay. Zeig mal, was du kannst. Jetzt geht's los. Schaut sehr schwach aus. Kann über Wasser gehen. Aber ansonsten... Das hast du drauf. Welcher Typ bist du? Ich habe keine Ahnung. Walz mal einfach drüber. Ruckzuck, hieb. Okay, 3 KP nur abgezogen. Das ist sehr gut. Jawohl, sehr effektiv.
Das schaut dann gut aus gegen das zweite Viech. Und dann habe ich schon einen super Angriff nach Walzer. Boom, down. Okay. Volltreffer noch dazu. Den hättest du dir aufsparen können. Sei nicht so übermütig, Gigamaro. Den brauchen wir noch, den Volltreffer. Garantiert. Das war nur der Anfang. Das ist kein Smetbo. Schaut aber wie ein Smetbo aus. Wehrt die Attacke ab. Nein. Ja. Was ist das? Käferflug. Was ist denn gegen Flug effektiv? Mal schauen. Keine Ahnung, ich kann keine Tabelle lesen. Also, Flugverteidiger. Gestein? Super, Walzer geht nicht. Wehrt die Attacke ab. Oder vielleicht probieren wir es nochmal. Walzen wir drüber. Ein bisschen Zeit habe ich ja noch. Tackle zieht nicht viel ab. Jawohl, funktioniert. Yes! Okay, die Hälfte weg. Sehr effektiv. Damit stehen wir echt gut da. Was machst du? Sehr effektiv. Ich will den Supertrank gleich einsetzen. Komm schon. Du musst jetzt down gehen. Jawohl. Das war auch logisch so. Hast du jetzt noch ein Pokémon? Ich habe gar nicht geschaut. 475 Erfahrungspunkte. Level Up ist immer gut. Mehr Verteidigung, mehr KP. Mehr Spezial-Ekelsamen. Tackle werde ich verlernen. Ansonsten bin ich kein Fan von dieser Attacke, aber Tackle brauche ich in dem Fall. Hoffentlich nicht, oder? Naja. Mal schauen, was ist eigentlich gegen... Gegen... Was ist... Normal ist gut, gegen nix. Na super, okay. Also. Oh yeah, wir haben es geschafft. Du und dein Team, ihr wart wirklich unfassbar gut. Ich lobe euch und ich preise euch. Ich lobpreise euch. 1920 Poké-Dollar. Oh yeah. Den habe ich nicht gerechnet. Wow, du, nein, ihr. Du und dein Igamaro, ihr seid ein tolles Team. Ja, sehr gut. Genau danach suche ich. Bitte, das habt ihr euch verdient, das Siegesfoto. Na gut, ist ein Orden. Schaut aus wie eine Maske. Bayoa erhält von Viola den Krabbelorden. Mit dem Krabbelorden hören alle Pokémon bis Level 30 auf dich. Das gilt auch für Pokémon, die du im Tausch erhalten hast. Diese TM ist ebenfalls für dich, als Anerkennung deiner Stärke. TM 83, Plage erhalten. Nun gut, das Starterviech gehorcht mir natürlich immer. Also das ist so ein bisschen ein Vorteil. Was würde man machen, wenn alle schon über 30 wären jetzt zum Beispiel? Auch der Starter, das wäre ziemlich blöd und gehorcht einem keinen Pokémon mehr. Na gut, wurde verstaut. Mit Ems kannst du deinem Pokémon im Handumdrehen eine Attacke beibringen. Sie sind mehrmals einsetzbar, was sie zu einem unentbehrlichen Utensil macht. Diese TM hier enthält die Attacke Plage, die den Gegner für eine Weile davon abhält zu fliehen. Also gut, hinter diesem Zelt findest du eine Treppe, die dich sofort wieder nach oben bringt. Oh, geil, eine Abkürzung. So, also mit dem habe ich nicht gerechnet, dass wir so gut durchwalzen hier. Aber es hat geklappt. Wir sind hier als Champion rausgegangen. Absolut perfekt. Und ich würde mal sagen, das kann man wirklich feiern. Ich habe mich tot gesehen. Oh, Smetbo. Da ist noch ein anderes Bild. Gibt es da noch einen geheimen Ausgang? Oh, sieh mal an, der Krabbelort. Sehr gut, sehr gut. Da wird der Professor, der dir dein erstes Pokémon anvertraut hat, aber Augen machen, was? Warum lässt du nicht dein Team im Pokémon Center heilen und schaust dann bei ihm in seinem Pokémon-Labor in Illumina vorbei? Okay, kann ich machen, aber im nächsten Part erst. Wir haben hier großartig bestanden. Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Natürlich auch, wenn ihr eine Folge heute noch zusätzlich sehen wollt. Bis zum nächsten Mal hier bei Pokémon Y. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal.